Hallo und herzlich willkommen zum Magazin der OSR GT3 World Championship 2014. Wir befinden uns jetzt kurz vor Runde Nummer 8, sprich zum 8. Lauf. Es verschlägt uns nach Frankreich an die Circuit oder Circuit de la Sade oder auch als Le Mans bekannt. Die berühmte 24-Stunden-Strecke. Ja, wir sind, wie gesagt, Zulauf 8 so hier am Start. Ich habe für euch kurz vorab nochmal die aktuellen Wertungen, die Fahrertabelle, der Zwischenstand. Rennen 7 war die Hälfte, sprich wir sind jetzt genau nach der Hälfte der Meisterschaft und haben jetzt einen Punktestand von 92 Punkten mit MF Berlin, 82 Punkte mit Michelsleiner, 81 Punkte von Andi 89, 80 Punkte von Cannelloni 94, 77 Punkte von DTM-Renner, 63 Foil Enddriver. Hier möchte ich kurz anmerken, Foil Enddriver hat sich bis auf Weiteres von der Meisterschaft abgemeldet. Er wird vorerst in den nächsten Rennen nicht zu sehen sein, allerdings vielleicht steigt er ja wieder ein. Gefolgt von TK Clio RS mit 55 Punkten, 46 Punkte für Grobe 81, 45 Punkte für Feuerkuhschlag, 43 Punkte für Akab, 40 Punkte für Gamecore HD, 39 Punkte für Smeddy, 33 Punkte für Speedy, 20 Punkte für Kurt Hurz, 20 für Benjamin Mitzel, dieser hat die Meisterschaft auf eigenen Wunsch verlassen, und 18 Punkte für Elias. In der Teamwertung schaut so aus, das Sativa Racing Team führt hier ganz klar mit 173 Punkten so vor den Speedrunners. Diese werden besetzt von DTM-Renner und Ticker Clio RS mit 132 Punkten, vor Gamecore Racing mit 103 Punkten, vor Tantrum Racing mit 100 Punkten, gefolgt von Morebrain Racing Team mit 88 Punkten. 51 Punkte haben zurzeit die radikalen Wikinger, so. 6 Punkte haben Young Driver Experience 2014, Namen finde ich sehr cool, ist echt gelungen. Und ja, 8 Punkte für das Team M&M Racing, welches allerdings aufgelöst wurde. Im Hersteller-Ranking haben wir für Mercedes-Benz 324 Punkte, BMW 272 und Audi 211 Punkte. Das war es eigentlich soweit von den Randinformationen. Ich würde fast sagen, wir schalten jetzt gleich mal um zur Streckenvorstellung und sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zur Streckenvorstellung auf Le Mans oder Circuit de la Sade, wie es auf Französisch heißt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, der kommende Lauf steht kurz bevor. Am Sonntag ist es wieder soweit. Die 8. Runde der Meisterschaft geht in ihre vollen Runden. Ja, und wir drehen jetzt eine Runde zur Vorstellung der Strecke. Wünsche ich euch viel Spaß. Wir beginnen hier mit den Dunlop-Kurven. Gleich nach Startziel, also hier jetzt sind wir gerade auf Startziel. Hier eine leichte rechts, was allerdings ein bisschen zumacht. Dann haben wir hier eben die Dunlop-Kurven, auch schön beschriftet hier mit dem Reifen. Dann geht es hier weiter durch so eine, ich sage jetzt mal, große Schikane, so eine S-Kurve. Hier auch sehr schwer zu fahren. Der Wagen wird hier sehr nervös. So, hier geht es durch die Tetre Rouge. Diese schnelle Kurve, wo es dann auf die Hondaures geraden geht. Hier ist der Highspeed-Abschnitt, der Highspeed-Teil der Strecke hier und nach der folgenden Schikane. Hier wird es sehr entscheidend sein, auch der Topspeed, wie es da aussieht, wie sich die Teilnehmer vorbereitet haben bezüglich der Geschwindigkeit, des Abtriebs, wie sich der Windschatten auswirken wird. All das wird sich im Endeffekt auf der Geraden zusammenspielen. Gut, wir haben jetzt hier die eine Schikane hinter uns und fahren jetzt hier weiter zu Schikane Nummer 2. Auf der Hunaudires ist ein irgendwie ein komischer, aber irgendwie auch ein
ja. Ja, komischer Name, französischer Name halt. So, wir fahren jetzt weiter. Kommen wir jetzt gleich runter zur, ich sage jetzt mal Spitzkehre, obwohl es eine 90 Grad Kurve ist, zur Mulsanne. Auch wieder hier ein Highspeed-Abschnitt. Hier Vorsicht! Ja, da sage ich's. Der Bremspunkt hier ist sehr gemein, da man in der Kurve schon ein bisschen anbremsen muss. Sehr schwer zu fahren. Hier auch wieder ein Hochgeschwindigkeitsabschnitt, wo es eventuell auch den ein oder anderen Positionswechsel gegeben wird. Aber ich glaube nicht so sehr wie auf der vorigen Gerade, weil hier nur zwei Spuren sind. Das ist sehr eng. Die beiden Spuren sind noch nicht gerade breiter gehalten oder was. So, hier bremsen wir kurz an, können wir wieder voll durchgehen. Gehen runter auf den zweiten Gang. Jetzt geht's hier in die am Arsch hinein. Das würde ich schon sagen, ja, schon wissen, am Arsch, ne? Durch die Anage hier, so, in der 2013er Variante haben wir hier einen Körb mit Grün dahinter. Davor war immer Kiesbett in den vorigen Varianten. So, hier auch wieder sehr schneller Abschnitt. Kommen wir gleich zu den Porsche-Kurven. Und zwar genau hier. Hier ist es auch sehr wichtig, wie der Wagen abgestimmt ist, von der Federung her, vom Abtrieb her, vom Sturz. Hier kommt wirklich alles zusammen. Hier kann man auch viel Zeit rausholen oder auch viel Zeit liegen lassen. Dann hier der Ausgang, sehr gemein. So, wir kommen zu den abschließenden beiden Schikanen. Die erste Schikane ist ein bisschen weiter als die zweite. Die zweite macht sehr zu und verlangt doch auch einiges ab. Ja, wir sind jetzt hier über Startziel. Das war eine Runde auf Le Mans. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Ja, das war die Streckenvorstellung von Le Mans, dem 8. Lauf der OSR GT3 World Championships. Ich würde auch fast sagen, kommen wir gleich zum nächsten Video, sprich zum nächsten Teil, und zwar den Track Limits. Ich spreche es hier einige Male an, aber kurz vorweg, es zählen wie immer die weißen Linien, beziehungsweise wenn es mal nicht so sein kann, dann die Curbs. Aber ich versuche es so gut es geht zu erklären, von dem her schaut es euch mal an, ich denke es sollte halbwegs verständlich sein. So, und hier sind wir jetzt auch zu den Track Limits auf Le Mans. Ich werde euch kurz durchführen, wie die Track Limits hier aussehen. Und zwar, wir beginnen hier auf Startziel. Wieder mit dem Pace Car unterwegs. Ja, so, jetzt erstmal hier die Gerade abwarten. Es gilt wie sonst auch die weißen Linien. Auch hier dann die Boxenlinie, auch sehr wichtig. So, hier, wir haben hier die Linie und den Curb, es gilt die weiße Linie. Wenn man auf dem Curb fährt, ist kein Problem, allerdings sollte man schauen, dass man die weiße Linie nicht mit dem ganzen Fahrzeug überfährt. Auch hier nichts drüber schneiden. Sprich, ganz normal fahren, zwei Reifen bleiben auf der Strecke und zwei Reifen können ruhig über den Curb bzw. über die Linie schauen. So, dann geht's hier nach unten weiter, die Schikane. Wenn ihr die Dinger hier mitnehmt, ist das scheißegal, solange ihr mit zwei Reifen auf der Strecke bleibt. Das könnt ihr ruhig machen, absolut kein Problem. Das gleiche auch hier, zwei Reifen Strecke, zwei Reifen dürfen drüber sein. So, Knackpunkt 1 sage ich jetzt mal hier, die schnelle rechts hier nach innen drüber cutten, nicht erlaubt. Nach außen Schwung mitnehmen, ebenfalls nicht erlaubt. Also gerade durchfahren, also nicht gerade, sondern schön durchfahren, dass, wie gesagt, zwei Reifen auf der Strecke bleiben. Ja, jetzt geht's hier auf die Gerade. So, diese äußere Linie, hier die rechte und die linke, sind ja eigentlich die Streckenbegrenzungsgrenze. Ihr könnt trotzdem voll drauf fahren, weil hier habt ihr absolut keinen Vorteil. Und wenn man jetzt angenommen zu viert auf der Geraden ist und es gibt von zwei Teilnehmern mindestens einen Geschwindigkeitsunterschied, die was gerade überholen, ihr könnt diese Spuren mitnutzen. Das ist absolut kein Problem.
etwas zu spät gebremst. Ja, ist ein gutes Beispiel vielleicht, weil wenn man hier abkürzen möchte, kommt man meistens ins Kies hinaus. Auch hier gilt die weiße Linie, nicht der Curb, sondern die weiße Linie. Ihr könnt mit zwei Reifen ruhig auf den Curb, solange die anderen beiden Reifen noch vor der Linie sind. So, auch hier wieder könnt ihr alle vier Spuren befahren. Das ist absolut kein Problem, ist alles erlaubt. Wie gesagt, wenn hier mehr Teilnehmer unterwegs sind, ich denke, in den ersten paar Runden wird sich's auf den Geraden ein bisschen mehr abspielen. Außer es sind wirklich ein paar dabei, die was vom Speed her einen enormen Vorteil haben. So, es geht weiter zur nächsten Schikane. Ich bringe mich mal ein bisschen früher. Und zwar hier. So wie ich da jetzt gerade stehe, wenn man so reinbremst, das ist falsch. Ja, Runde ungültig habe ich doch gern. Zwei Reifen auf der Strecke. Sprich mit zwei Reifen am Körb, ja, aber zwei Reifen vor der Linie. Das gleiche auch hier. Und das gleiche auch hier. Hier ist der Körb ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Trotzdem zählt die weiße Linie. Hier habt ihr wieder volle Freiheit. Alle vier Spuren stehen zur Verfügung. Absolut kein Problem. So, jetzt kommen wir gleich hier zur nächsten Kurve. Zum Muisan. So, ein bisschen hochbeschleunigt und der Skyline braucht ein bisschen länger. So, abbremsen. Hier nach links, nicht gern gesehen, aber wenn ihr euch da einen Schwung mitnehmt, wird man ein Auge zudrücken. Allerdings trotzdem sollte man schauen, dass man die weißen Linien einhält. Genauso hier beim Kurvenausgang, weiße Linie. Jetzt kommen wir gleich weiter zur Indianapolis-Kurve. Diese zwei rechten Winkelkurven, sage ich jetzt mal. Natürlich wieder sehr ersucht, was aber bis jetzt immer gut funktioniert hat, sauber zu fahren. Auch hier die Fläche außen ist nicht zum Mitbenutzen. Hier gilt dann die Strich-Litte-Linie, sprich, ich fahre nochmal kurz zurück. Die Linie hier, wo ich jetzt mitten drauf bin, diese zählt als Begrenzung, sprich die bunten Flächen nicht mitnutzen. So, Curb, hier zählt der Curb. Achtung! Vor der Kurve bunten Flächen nicht nutzen, gestreifte Linie, danach zählt der Curb. Danach zählt der Curb, zwei Reifen dürfen am Curb sein, zwei Reifen müssen auf der Strecke bleiben. Hier detto, nur wenn ihr hier rausfahrt, dann schießt ihr euch selbst hinaus. Das gleiche auch hier. Zwei Reifen auf der Strecke, zwei Reifen dürfen am Curb sein. So können wir ohne weiteres durchfahren. Hier gilt auch der Curb und das Gras. Also es gibt eigentlich jetzt keine großen Möglichkeiten, wie es anders sein könnte. Sage ich jetzt mal. Es ist das gleiche Reglement, wie es Gran Turismo selbst bei den Strafen auch nimmt. Auch hier in den Porsche-Kurven schauen, dass man den Speed zwar mitnimmt, allerdings sich nicht zu weit raustragen lässt. Wenn man hier ein bisschen drüber kommt, okay, einen großen Vorteil kann man sich da nicht rausholen. Hier kann man eh keinen Vorteil sonst mitnehmen. Bei der nächsten allerdings könnte man außen ein bisschen drüber fahren, sprich hier, dass man hier sich noch den gewissen Ding mitnimmt, allerdings kommt er dann hier auf die Wiese. Ganz wichtig, Kurvenausgang. Wenn ihr richtig flott unterwegs seid, kann es sein, dass ihr bis nach hier draußen rauskommt. Vielleicht noch ein Stückchen weiter. Ist nicht erlaubt. Ebenfalls wieder weiße Linie. Sprich Streckenbegrenzung. Die Streckenbegrenzung hier auf Le Mans ist, wie es Gran Turismo selbst auch vorsieht. Wenn man schon mal ein Zeitrennen gefahren ist, dann sollte man wissen, wo die Grenzen liegen. Auch hier ist die weiße Linie wieder die Grenze. Bei den Schikanen haben wir rechts die Pylonen. Hier gilt auch wieder die weiße Linie, das heißt, wenn ihr die erste Pylone eventuell mal mitnehmt, ist kein Problem. Die GT3-Fahrzeuge sind breiter,
Da wird keiner was sagen, wenn er da alle Pylone mitnimmt und vielleicht ein bisschen den Curb noch mitnimmt, weil es einfach zu viel Speed ist. Allerdings hier nicht über den Curb schneiden, genauso wenig hier. Hier gilt ebenfalls die weiße Linie. Ja, und zu guter Letzt haben wir nochmal die Boxenausfahrt. Die zeige ich euch nochmal. Und zwar genau hier. Boxenausfahrt, wie man hier sieht, man kommt aus der Box hinaus. Vielleicht können wir das mal demonstrieren. Spielt Gran Turismo damit. Ja. So, man kommt hier hinaus. Man sollte schauen, dass man die weiße Linie nicht überfährt. Wenn man die erste weiße Linie überfährt, ist das kein Problem. Man sollte schauen, dass man es nicht tut. Man wird aber so bescheiden rausgelassen, dass es sich nicht immer vermeiden lässt. Die Linie, was jetzt links neben uns ist, das ist die Begrenzungslinie. Diese Linie bis zum Ende muss bis zum Ende eingehalten werden. Ab hier könnt ihr wieder Spurwechsel durchführen. So. Ja, das war's von den Track Limits, von den Streckenbegrenzungen. Ich denke, es war jetzt zwar ein bisschen umfangreicher, sage ich jetzt mal ein bisschen mehr bla 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 bla. Im Endeffekt aber das gleiche wie sonst auch immer. Nutzt einfach die ganz normalen Streckenlimits, dann passt das und keiner wird sich ärgern, sonstiges. Allerdings hat es jetzt in den letzten Jahren auch sehr gut geklappt, dass ich glaube, auch hier in Le Mans wird es wieder hinhauen. Letztes Jahr mit der N24 hat es ja auch gut funktioniert, allerdings das ist wieder ein anderes Thema. Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank, das war's mit den Track Limits und bis gleich. Das war die Streckenvorstellung von Le Mans. Wir haben jetzt so gut wie alles durch eigentlich. Wir freuen uns sehr auf das Rennen am 31.08., sprich diesen Sonntag. 18.30 Uhr macht die Lobby wieder auf. Lobbyhost wird sein wie immer Cannelloni 94. 18.45 Uhr geht das Qualifying los und um 19 Uhr starten dann die Motoren an der Start- und Ziellinie zum einstündigen Rennen in Le Mans. Ja, soweit war es das eigentlich gewesen. Ihr könnt euch, wenn ihr möchtet, gerne noch anmelden als Gaststarter oder vielleicht auch sogar als fixe Fahrer. Wir haben mit diesen Rennen einen neuen Fahrer mit dabei, den guten Joel 4006. Ich hoffe, ich habe dich jetzt richtig ausgesprochen. Bitte verzeih mir, wenn nicht. Ja, ich denke, wir werden eine Menge Spaß zusammen haben und ich bin echt froh, dass du zu uns gestoßen bist. Freut mich wieder ein neues Gesicht zu sehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, Tag, wie auch immer, was ihr gerade für eine Zeit habt, wann ihr das Video schaut. Und ich freue mich auf Sonntag auf das Rennen mit euch. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis dann.